Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hero Zero. Mein Charakter ist Stufe 278 und bald ist er 279, denn ich habe hier ein paar Sondereinsätze, die ich jetzt machen werde, denn ich habe die gestern nicht gemacht und mir ist gerade eingefallen, dass ich die machen muss. Deswegen mache ich sie auch jetzt gerade. So, ihr habt ja schon mitbekommen, dass Falke aufgehört hat. Also er hat nicht aufgehört, sondern er wird vom Support gelöscht. Also, ja, er versucht seinen Account wiederzubekommen, aber momentan sieht es nicht so gut aus. Deswegen bleibt er wahrscheinlich nicht mehr. Also ich denke mal, er bleibt dann für immer weg. Denn ich weiß nicht, aus welchem Grund das jetzt geschehen ist. Aber es ist passiert. Und er wurde ja schon mal gelöscht, aber das war, weil er gehackt worden ist und da hat irgendjemand seinen Account gelöscht, aber diesmal hat der Support das gemacht. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen glaubt nicht, dass er jetzt keine Lust mehr auf Hero Zero hat. Er hat schon Lust, aber ja, sein Account wurde halt gelöscht. Wenn ich was Infos bekomme, dann kann ich ja euch die mitteilen. Aber momentan weiß ich darüber nicht so viel. So, jetzt mache ich die Mission hier. Ach ja, und ganz vergessen, es ist ein Event da. Nämlich der Faschingszug. Ja, Faschingszug. Man muss hier ein paar Sachen wieder erledigen. Das kennt ihr ja schon, wie immer. Und wenn man das macht, dann kriegt man 5 Donuts. Ich glaube, Erfahrung, Geld und noch ein Item. Und Skillpunkte, denke ich auch noch. Ja, ich glaube 10 Skillpunkte und 5 Donuts waren das. Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall bin ich schon ziemlich weit, merke ich gerade, denn ich habe einen Bug gehabt auf dem Handy und habe direkt die 50 Train mit Donuts übersprungen. Das hat 29 Donuts gekostet, nur wegen einem blöden Bug auf dem Handy. Jetzt habe ich nur noch 167 Donuts, das ist wirklich ärgerlich. Aber naja, wenn es halt passiert, dann passiert es halt. Ich muss aber neue Ware machen. So, jetzt habe ich neue Ware und es gibt ja einen neuen Begleiter laut Hero Zero, aber den gibt es ja schon eigentlich länger, den Begleiter. Ich habe schon geguckt, wer den hat. Und ich muss kurz schauen. Niemand aus Chillout Room war das. Ich guck mir kurz an, wer war's, wer war's. Ich glaube hier. Nein, das war's nicht. Auf jeden Fall ist der Begleiter nicht neu. Den gab es schon. Und ich... Hier. Nein, auch nicht. Wer hat denn den neuen Begleiter? Irgendjemand aus Chillout Room hatte den neuen. Ich weiß aber gerade wirklich nicht, wer. Der war auf jeden Fall 275 vom Level her. Muss ich kurz gucken. Wer ist denn so 275 Bereich? Er hatte eigentlich den neuen Begleiter. Aber jetzt hat er den nicht drin, ne? Deswegen kann ich jetzt nicht gucken. Ich schau mal, vielleicht hat den ja jemand aus den Top 10. Smoker bestimmt. Nee. Vielleicht Jade? Auch nicht. Level Hunter? Nein. Baldur? Nein. Son of the Devil? Nein. Vimonos? Auch nicht, wahrscheinlich. Okay, aber er ist auf jeden Fall nicht neu, der Begleiter. Also den gab es ja schon mal. Das ist so eine kleine Tüte oder was es auch ist. Auf jeden Fall sehr komisch, der Begleiter. Ich weiß auch gar nicht mal, wie der heißt. Der hat irgendeinen komischen Namen. Auf jeden Fall ist der halt jetzt zu kriegen in dem kurzen Zeitraum, wo Fasching ist. Und das, aber ich hole mir den nicht, denn ich habe nicht die Donuts dafür, um mir den zu holen. So, jetzt kann ich nochmal weiter Sondereinsätze machen. Aber natürlich habe ich keinen neuen Begleiter bekommen, denn ich habe ja kein Glück mit Begleitern. Ich zeige euch später nochmal den Schurkenplan für die nächsten Tage, damit ihr auch immer wisst, wann der Schurke da ist, um ihn zu verkloppen. Ich denke mal, dass ich das machen darf, weil eigentlich war es eine Teamnachricht, aber ihr könnt die wahrscheinlich auch dann lesen. Denn da stehen ja die Schurken drauf und ich würde euch gerne zeigen, wann die Schurken kommen. Auf jeden Fall kommt heute einer um 16 Uhr, oder? Also ich glaube, heute kommt einer um 16 Uhr. Entweder war das 16 oder 18 Uhr, ich weiß es gerade nicht.
Aber auf jeden Fall kommt heute einer noch. Es war ja, glaube ich, auch um 1 Uhr einer schon da. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass die Schurken immer so früh kommen. So 1 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts. Das ist bisschen ärgerlich. So, und ich habe die 35 Millionen geschafft. Sehr schön. Jetzt fehlen mir nur noch 15 Millionen. Dann habe ich die Hälfte von meinen 100 Millionen. Und voll viele fragen schon, wann fängt Surfer 12 an? Ich glaube am 12.3. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, mir hat es einer mal geschrieben, dass es am 12.3. wäre. Ich werde natürlich mitmachen. Keine Sorge. Und ich werde auch. Ah nee, jetzt sage ich ja, was ich da machen werde. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Deswegen sage ich jetzt lieber nichts. So, jetzt noch den letzten Sondereinsatz. Dann sind wir durch mit den Sondereinsätzen. Und in 4 Stunden habe ich wieder einen. Das heißt, um 18:46 Uhr habe ich noch einen. So, erstmal hier die Banane verhauen. Also den Astronauten mit der Banane. Das erinnert mich gerade an Akte X, denn am Montag läuft ja auf ProSieben Akte X. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Darauf freue ich mich schon richtig. Und wir haben ja am Montag und Dienstag, also wir haben da schulfrei. Das heißt, ich kann wirklich lange zocken. Und am Freitag, also morgen, kommt Welt 6 raus in Shakes and Fidget. Und das werde ich natürlich auch zocken. Muss ich ja. Aber ich werde, glaube ich, nicht auf Surfer spielen, sondern nur auf den Welten. Auf den Welten macht es irgendwie mehr Spaß, weil die ganze Welt damit spielen kann. Also jeder aus jedem Land kann da mitspielen. Das gefällt mir auch viel, viel mehr, als wenn nur Deutsche mitspielen. Ist einfach so. So, und jetzt den 10. Sehr schön. Alle kaputt gehauen. Und jetzt verkaufe ich die Sachen wieder. Alles weg, alles weg, 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 weg und weg. Es gibt ja auch jetzt so Faschingsanzüge. Also, ich meine jetzt nicht hier im Shop, sondern, also nicht in dem Shop, sondern hier in dem normalen Shop gibt es Kleidung wieder für Fasching. Da gibt es, glaube ich, paar und 30 oder paar und 40 neue Sachen, die man anziehen kann. Ich weiß aber gerade nicht. Ich habe, glaube ich, eben gerade eins verkauft. Das hätte ich eigentlich zeigen können. Ja, aber ich hole mir keine Faschingssachen. So, ich wollte in der Liga jemanden angreifen, denn dadurch kriege ich ja auch noch Geld. 7.000, das ist sehr, sehr viel eigentlich. Werwolf. Wie kommt man auf den Namen Werwolf? Hier, 1000. Nee, den schaffe ich nicht. Greife ich mal Slocks an. Der gibt mir schön viel Liga-Pünktchen. So, und jetzt noch ein paar normale Duelle gegen Pfeife. Ui, das war aber knapp. Das war wirklich knapp eben. Nussknacker. Auch besiegt. Sehr schön. König der Nerds. Goga, greife ich auch mal an. Ah, der gibt mir auch schön viel Erfahrung. Ich meine Ehre, wie komme ich auf Erfahrung? Und natürlich die Gegenstände. Die geben mir ja auch ganz viel. 1300, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig Kraft. Deswegen habe ich auch so ganz einfach gewonnen. Mist. Jetzt habe ich verloren. Komisch. Das war gerade, ja, irgendwie nicht geplant, dass ich jetzt verliere. So, jetzt habe ich fast die Hälfte von 36 Millionen. Also ich meine 35 Millionen und 500.000. Die Mission machen. Und die nächste. So, und ich habe einen Heldennotruf geschafft. Sehr schön. Wie viel Prozent habe ich jetzt? 65%. Also die Sachen kann man locker schaffen. Es sind noch 6 Tage und 9 Stunden und ich bin schon bei 65%. Also das kann man easy schaffen. Das schafft man locker. Also 5 Tage, wenn man kein Team hat mit Trophäen. Weil da hat man ja 50 Train in 5 Tagen. Ah nee, hier, 7 Tage dauert das, weil ja, wenn man keine Donuts ausgibt für diesen Umblättern da von Ware, dann geht das erst in 7 Tagen, wenn man keine Donuts ausgeben will. So, ich habe wieder ganz viele Mails bekommen von euch. Die kann ich vorlesen, aber zuerst kommt der Schurkenplan. Am Donnerstag, das haben wir heute. Heute kommt der. Ah, um 18 Uhr kommt der heute. Also wahrscheinlich wird das Video schon um 18 Uhr da sein. Deswegen könnt ihr euch schon vorbereiten. 13 Uhr kommt einer am Freitag. 3 Stunden mit Umhang.
Am Samstag kommt um 3 Uhr morgens einer, viel zu früh. Und um 15 Uhr einer. Am Sonntag kommt einer um 16 Uhr. Und das war's mit der Woche. Es wäre schön, wenn ihr mir auch die Schurkenpläne schickt, damit ich die dann im Video zeigen kann, damit auch andere die Schurkenpläne sehen können und wissen, wann der Schurke kommt, falls sie keine Nachricht bekommen haben. Deswegen wäre es immer sehr hilfreich, wenn ihr noch die Schurkenpläne mir schicken würdet. Falls einer das nicht aus meinem Team macht, dann könnt ihr das ja machen. So, jetzt genug geredet. Jetzt erstmal hier die Nachrichten vorlesen. 8 Stück, wenn ich mich nicht irre. Boah. Erstmal die Mission annehmen hier. Also ich mein Train. So. Marcy im Video. Hey Fandango, finde deine Videos super. Vielen Dank. Seit welchem Server spielst du HZ? Ich glaube seit Server 5 oder 6. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall nicht Server 1. Server 6 oder 5. Irgendwas in dem Dreh. Oder sogar Server 4. Auf jeden Fall irgendwas in dem Dreh darum. Wie viel Geld hast du geschätzt schon in Hero Zero gespendet? Eindeutig zu viel. Auf jeden Fall mindestens über 300 Euro schon. Aber ich werde kein Geld mehr für Hero Zero ausgeben. Höchstens das Starterpaket. Aber mehr gebe ich wirklich nicht mehr aus ab. Heute jetzt. Kannst du mal wieder meinen Account bewerten, wenn ich im Kondi bin und on bin? Schreib mir bitte. Klar kann ich das tun, Marcy. Du bist nicht im Kondi. Und deine Werte sind sehr schön. Fast so gut wie meine. 628 nur noch Unterschied. Und die Skillung ist. Wow. Sehr schön. Au. Ne. Also die 60, die kannst du doch noch wohl haben, ne? Also mindestens 2000 muss es sein. Dann ist alles perfekt, aber sonst ist die Skillung wunderbar. Sehr schön. Geil Hero im Video. Wie Azog gesagt hat, ha. Es stimmt, dass Heaven ein helltreuer Spieler kickt und ich hab mit Hero Zero aufgehört. Echt? Oh. Finde ich schade, dass du mit Hero Zero aufgehört hast, aber Hero Zero braucht ja sehr viel Zeit. Und ich habe momentan noch sehr viel Zeit, deswegen kann ich es spielen. Und ich. Ach, ich nehme einfach die hier. Da gibt es nämlich Bonbons. Schade, geilo Hero, dass du mit Hero Zero aufgehört hast. Struppi, hi, das habe ich schon vorgelesen. Nice. Nice. Irgendwas in der Art. Drag King. Hi, Video YouTube. Du bist der beste YouTuber der Welt. Vielen Dank, Drag King. Max B im Video. Hallo Fandango, kannst du mal meinen Charakter bewerten? Wäre nett. Klar. Und dein Charakter ist wunderbar bis jetzt. Ja, also eigentlich kann man die Skillung jetzt nicht so falsch machen. Aber ist perfekt sozusagen. Mit dem Set auch noch. Deswegen ist die Skillung auch noch busy besser. Deswegen passt alles soweit, Max. Runterscrollen, da ist eine Überraschung für dich. Möchte aber nicht zu viel verraten. Also ich kann es schon raten. Trollololololol. Weiter. Weiter, aber ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Naja. Noch 20 Mal, dann kommt deine Überraschung. Trollolo. Ja, das war mir sowas von klar. Das hat mich jetzt nicht überrascht. So, Elkos im Video. Hi Fananga, ich wollte mal fragen, ob du meinen Char bewerten könntest, wenn ich im Kondi bin, einfach schnell anschreiben. Wäre nett. LG Elkos, du bist der beste Hero Zero YouTuber und machst coole Videos. Weiter so. Vielen Dank, Elkos. Klar kann ich dich anschauen. Und du bist im Kondi. Deswegen hast du ja geschrieben, ich soll dich anschreiben. Umziehen. So. Umziehen bitte. Nochmal von Marcy. Nee, das ist von einem anderen. Komisch. Aha, please im Video. Hey, ich finde, du bist der beste YouTuber. Gucke regelmäßig deine Videos, wünsche dir viel Glück und Abos. Vielen Dank, Marci. Kannst du Char bewerten? Bin noch in der Skillung. Jap, klar kann ich das tun. Level 74 bei Minimäusen. Und ist relativ. Also, wenn du deinen Kondi mit deinem Grips vertauschen würdest, wäre es sehr gut. Dann wäre alles super. Und natürlich halt nicht so viel Kraft, außer ich sehe gerade, du hast wirklich viel Kraft geskillt. Das ist nicht so gut. Deswegen skill deine Kraft nicht mehr.
glaub mir, das bringt nichts. Also das, na, okay, nichts bringt es jetzt nicht, aber ich meine, es ist nicht so toll, wenn du deine Kraft weiter skillst. Deswegen nicht deine Kraft skillen. Dann ist alles supi. Mark 3 im Video. Machst du Freitag in Shakes and Fidget beim Surferstart um 16 Uhr mit? Klar mache ich da mit. Welt 6 startet dann. Das wäre echt cool. Logo mache ich da mit. Hallo? Welt 6 startet und ich muss natürlich in Shakes and Fidget mal einen Surfer starten. Seit Surferstart muss man dabei sein. Um Freitag 16 Uhr passt morgen sehr gut, denn da habe ich nichts vor. So. Natürlich wieder nur Gammelmissionen, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Ich nehme einfach die an wegen dieser Trillerpfeife. So, und jetzt noch einmal Kondi und das war's dann. So, Elkos, hast du mir gerade geschrieben? Okay, mach ich sofort. Sofort kann ich ja mal schauen. Keine Waffe ausgerüstet. So, jetzt müsstest du fertig sein. Ja. Yep. Also, deine Skillung ist. Überlegen kurz. Auf jeden Fall hast du mit deinem momentanen Level genug Kraft. Das langt erstmal. Aber ich merke auf jeden Fall, du brauchst mehr Grips. Denn ja, so auf 3000 bringen 3200 und das kannst du erstmal lassen. Erstmal Grips hochskillen, dann passt es eigentlich. Sehr schön, Elkos. Noch von Azorg im Video. Kannst du meinen Char bewerten? Ja, das kann ich gerne tun. Das mache ich auch jetzt. Die Skillung ist für Level 215 sehr in Ordnung. Keine Wurfwaffen, würde ich mal wieder welche anziehen. Auf jeden Fall passt es eigentlich so. Ihr macht immer eure Skillung immer besser, denn ich sehe schon, ich muss eigentlich kaum was noch bewerten, denn die ist eigentlich schon sehr gut. Wenn ich mal so anschaue, bei den Top 10, hier Smoker, was hat der denn für eine Skillung? Könnt ihr ja auch gerne mal schauen. Er hat alle drei Werte ziemlich gleich und Kraft natürlich am wenigsten. Man muss nicht unbedingt Grips und Intuition höher haben als Kondi, aber ja, man kann es so oder so machen. Hier zum Beispiel Jade, die hat's perfekt. Die hat natürlich 6600 Grips und 6800 Intuition und natürlich weniger Kondition und am wenigsten Kraft. Genauso wie Jade es hat. Ja, okay. Level 289 sind wohl die wenigsten und die Skillung haben auch fast die wenigsten, eigentlich fast gar keiner, denn das ist Jade. Aber so ist die Skillung perfekt. Also wenn ihr eure Skillung ha so haben möchtet, guckt einfach bei Jade. Die hat es zu hundertprozentig perfekt, die Skillung. Meine ist ja. Ich habe übrigens ja zu Jade nicht so viel. Hier 3800. Pff, das ist lang entfernt, sehr, sehr lang entfernt. Deswegen könnt ihr euch ein Beispiel an Jade nehmen. Die hat die Skillung nämlich immer perfekt fast. Also, ich habe die noch nie in Kondi gesehen. Glaube ich. Und ich habe hier meine Trillerpfeifen besorgt und bekomme drei Fähigkeitspünktchen. Die skill ich natürlich jetzt. So. Jetzt ist meine Skillung besser. Yay. Natürlich jetzt noch eine Mission annehmen, die auch gut ist. So. So. Ich nehme einfach die hier. So. Und es wäre schön, wie gesagt, wenn ihr mir die Schurkenpläne schickt. Und dann kann ich die in jedem Video immer zeigen. Außer es ist derselbe, dann zeige ich den nicht. Aber das wäre schön, dann würdet ihr auch immer wissen, wann der Schurke kommt. Das wäre auch sehr schön. Dann würden wir immer den Schurken besiegen. Immer. Aber das ist schon lange passiert, dass wir den nicht besiegt haben. So, ich bin fertig für heute. Wir sehen uns morgen bei Shakes and Fidget Surfer. Nee. Welt 6 meine ich. Beim Surferstart. Da bin ich ganz klar dabei. Und bis dahin viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Haut rein.